Vom Heft Nummer 4, Geistlicher Kampf, die erste Lektion, Satan. Lasst uns zusammen diesen Vers lesen. Ihr wart nämlich tot. Tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer früheres Leben bestimmten. Ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und wart dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht, jenem Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Epheser 2, 1b bis 2. Das verstehen viele Menschen nicht. Das heißt, wenn wir evangelisieren, haben wir oft die Reaktion, ja, warum erlaubt Gott dies und das? Warum hat Gott erlaubt, dass ich einen Unfall hatte? Oder warum erlaubt Gott, dass ich krank gewesen war? Und die Menschen, die denken, dass Gott an alles verantwortlich ist, aber ist ganz klar, dass Satan ganz große Macht hat in dieser Zeit, dass er versucht, die Menschen umzubringen, er versucht, das Böse zu machen, und er kann auch ganz vieles machen, wie hier steht, ne? Der Geist, der an denen wirkt, ne? Die nicht gehorchen, das heißt, die Gott nicht gehorchen, das heißt, deren Ungläubigen und sowieso in der Welt, weil ja Adam und Eva haben Satan jene Tür geöffnet, und jetzt ihm raufzuwerfen ist nicht so leicht, sagen wir so, weil Gott, ne, auch die Autorität Gottes ins Spiel ist, weil Gott hatte mit seiner Autorität Adam und Eva Autorität gegeben, über die Erde zu herrschen. Und was haben die gemacht? Die haben die Tür für Satan aufgemacht. Das heißt, die hatten diese Autorität. Ja, ne? Und deswegen hat momentan Satan viel Macht. Auf der nächsten Seite, ganz oben, steht folgende Texte unbedingt lesen. Jesaja 14, 12 bis 15. Ne? Weil diese Texte, die reden auch über Satan und über die Entstehung von Satan. Und damit ich nicht hier die ganze Zeit nur erwähne, ja, aber in der Bibel steht dies und das, ist wichtig, dass wir diese vier Texte hier lesen, ganz langsam und aufmerksam. Jesaja 14, ja, genau, ne? Genau, wo Satan herkommt, sollen wir wissen, und was er so tut und so weiter. Jesaja 14, 12 bis 15. Ich lese mal. Denn wenn sie auch fasten, so höre ich doch nicht auf ihr Flehen, und auch wenn sie Brandopfer und Speiseopfer darbringen, so habe ich kein Wohlgefallen daran, sondern mit dem Schwert, mit Hunger und mit der Pest will ich sie aufreiben. Da antwortete ich: Ach Herr, siehe, die Propheten sagen ihnen, ihr werdet kein Schwert sehen und keinen Hunger leiden, sondern ich werde euch an diesen Ort beständigen Frieden geben. Da sprach der Herr zu mir: Diese Propheten weissagen Lüge in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt, ihnen nichts befohlen und nichts zu ihnen geredet. Sie weissagen euch Lügengesichte und Wahrsagerei, Hirngespinste und Einbildungen ihres eigenen Herzens. Darum, so spricht der Herr, über die Propheten, die in meinem Namen weissagen, obgleich ich sie nicht gesandt habe, die sagen, es wird weder Schwert noch Teuerung in diesem Land geben. Durch Schwert und Hungersnot sollen diese Propheten umkommen. Jesaja 14, 12 bis 15. Der nächste Text, Hesekiel 28, 11 bis 19. Hesekiel. Eine Sekunde, Hesekiel 28,
11 bis 19. Weiter erging das Wort des Herrn an mich folgendermaßen: Menschensohn, stimme ein Klagelied an über den König von Tyrus und sprich zu ihm: So spricht Gott, der Herr, o du Siegel der Vollendung, voller Weisheit und vollkommener Schönheit. In Eden, im Garten Gottes, warst du, mit allerlei Edelsteinen warst du bedeckt, mit Sardis, Topas, Diamant, Chrysolith, Onyx, Lapis, Saphir, Karfunkel, Smaragd und mit Gold. Deine kunstvoll hergestellten Tamburine und Flöten waren bei dir. Am Tag deiner Erschaffung wurden sie bereitet. Du warst ein gesalbter, schützender Cherub. Ja, ich hatte dich dazu eingesetzt. Du warst auf dem heiligen Berg Gottes und du wandeltest mitten unter den feurigen Steinen. Du warst vollkommen in deinen Wegen vom Tag deiner Erschaffung an, bis Sünde in dir gefunden wurde. Durch deine vielen Handelsgeschäfte ist dein Inneres mit Frevel erfüllt worden und du hast gesündigt. Darum habe ich dich von dem Berg Gottes verstoßen und dich, du schützender Cherub, aus der Mitte der feurigen Steine vertilgt. Dein Herz hat sich überhoben wegen deiner Schönheit. Du hast deine Weisheit um deines Glanzes willen verderbt. So habe ich dich auf die Erde geworfen und dich vor den Königen zum Schauspiel gemacht. Mit deinen vielen Missetaten durch die Ungerechtigkeit deines Handels hast du deine Heiligtümer entweiht. Da ließ ich ein Feuer von dir ausgehen, das dich verzehrte, und ich habe dich zu Asche gemacht auf der Erde vor den Augen aller, die dich sahen. Alle, die dich kennen unter den Völkern, entsetzen sich über dich. Du bist zum Schrecken geworden und du bist für immer dahin. Das werde ich nachher kommentieren, auch dieser Text. Und der dritte Text, Offenbarung 12, 3 bis 4. Offenbarung 12, ganz am Ende der Bibel, Offenbarung 12, 3 bis 4. Eine Sekunde. Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel, siehe ein großer feuerroter Drache, der hatte sieben Köpfe und zehn Hörner und auf seinen Köpfen sieben Kronen. Und sein Schwanz zog den dritten Teil der Sterne des Himmels nach sich und warf sie auf die Erde. Und der Drache stand vor der Frau, die gebären sollte, und um ihr Kind zu verschlingen, wenn sie geboren hätte. Und der letzte Text, Matthäus 4, 1 bis 11, sehr bekannter Text, die Versuchung Jesu. Matthäus 4, 1 bis 11, wo wieder Satan jetzt ganz klar wörtlich erwähnt wird. Darauf wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, war er zuletzt hungrig. Und der Versucher trat zu ihm und sprach: Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Darauf nimmt ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so stürze dich hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engel deinetwegen Befehl geben, und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm: Wiederum steht geschrieben,
Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm, dieses alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da spricht Jesus zu ihm, weiche Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihn allein dienen. Da verließ ihn der Teufel und siehe, Engel traten hinzu und dienten ihm. Halleluja. Heute ausnahmsweise mal ziemlich lange Bibeltexte, weil hier das Thema Satan angesprochen wird. Und ich wollte einfach diese Texte lesen, hauptsächlich auch Hesekiel 28, was, ich sag mal so, ganz wichtig ist, total wichtig ist, um zu zeigen, wer Satan ist. Warum sollen wir über Satan Bescheid wissen? Warum studieren wir das Thema Satan? Ich habe dann das Vorteil, dass wir die anderen Hefte schon hatten. Das heißt, du weißt, dass wir das Thema Gott zum Beispiel, Gott Vater, im ersten Heft studiert haben, mehrere Lektionen. Und dann das Thema Jesus, mehrere Lektionen über das Thema Jesus im ersten Heft. Und dann auch 13 Lektionen über das Thema Heiliger Geist. Das heißt, wir haben sehr viel über Vater, Sohn und Heiliger Geist studiert. Und jetzt können wir auch über Satan studieren. Mir ist ganz wichtig, das hier zu betonen, dass ich hier die Reihenfolge nicht umdrehe. Das heißt, dass ich nur über den Teufel rede. Weil es gibt Prediger, die Spaß daran haben, die ganze Zeit nur über Satan zu reden. Ja, weil Satan, ich sag mal so, spannend ist, ein spannendes Thema ist. Und da gibt's Leute, die immer, ich sag mal so, wenn das Thema der Predigt Vater oder Jesus oder Heiliger Geist ist, dann dem interessiert das nicht. Und wenn das Thema Teufel, Dämonen und solche Sachen ist, dann, oh toll, heute, super spannendes Thema oder so. So ist das bei mir nicht. Das heißt, Satan steht wirklich hinten an. Das heißt, im Heft Nummer 4. Ne? Aber wir dürfen ihn auch nicht vergessen. Wir dürfen nicht denken, oh, Satan, ihm gibt es nicht oder so. Ne? Nein, wir dürfen ihn nicht vergessen. Nur wissen, dass seine Stelle hinten ist. Das heißt, wir müssen ihn kennen. Ja klar, wir müssen ihn kennen, weil er ist unser größter Feind. Ja, wir haben einige Feinde. Wir werden hier studieren, wenn ich so auf den Inhalt schaue, dieses Heftes. Dann haben wir die Lektion 4, 5 und 6. Feind Nummer 1, Feind Nummer 2, Feind Nummer 3. Und Feind Nummer 1, Mächte der Finsternis. Feind Nummer 2, Welt und Weltlichkeit. Feind Nummer 3, das eigene Fleisch. Wir haben ja drei große Feinde. Das heißt, wir haben Satan und seine bösen Geister, die uns bekämpfen. Wir haben die Welt, die Weltlichkeit, was ein System ist, was von Satan quasi aufgebaut wurde, das uns auch bekämpft. Und wir haben unser eigenes Fleisch, wegen dem Sündenfall uns auch Probleme schafft, uns auch im Weg steht. Unser Fleisch, unsere Lüste und Begierden. Ne? Das heißt, wir haben ganz viele Feinde zu bekämpfen und deswegen müssen wir die auch kennen, wissen, wer die sind, damit wir auch siegen. Ja, wir wollen siegen, ohne Kampf kein Sieg. Das heißt, die Feinde kennen. Satan. Über Satan, was müssen wir über ihn wissen? Punkt Nummer 1, Satan ist eine Person. Und ja, da wir schon über Gott Vater, Jesus und der Heilige Geist geredet haben, dass die Personen sind. Das heißt, Gott Vater ist eine Person, obwohl er kein Mensch ist. Er ist eine Person und kein Mensch. Jesus, okay, ist eine Person und ein Mensch, aber der Heilige Geist ist eine Person, aber kein Mensch. Das heißt, was hilft uns, das hier zu verstehen? Über Satan
ist eine Person, aber kein Mensch. Wieder, ne? Eine Person, aber kein Mensch. Warum? Weil er ist ein persönliches Wesen. Er denkt, er fühlt, er entscheidet, er macht, er handelt, aber er hat, ne, keinen Körper wie wir. Er ist, ne, kein menschliches Wesen, sondern ein gefallener Engel, was wir auch in Hesekiel gelesen haben, ne, ein schützender Cherub. Er war ein sehr mächtiger Engel. Ne? Und Engel sind persönliche Wesen. Engel sind auch Personen. Ne? Deswegen, Satan ist eine Person. Satan ist ein persönliches Wesen. Viele sagen, das Böse, das ist nur, ne, ein Einfluss, ein Einfluss oder eine Idee und sowas. Viele denken so. Viele denken, dass das Böse eine Inklination ist oder eine unpersönliche Sache, ein Einfluss, ein, wie kann man sagen, wie eine dunkle Wolke, ne, am Himmel, die aber keine Persönlichkeit hat, das Böse. Aber nein, das ist falsch. Das Richtige ist, Satan und auch die bösen Geister, die sind persönliche Wesen. Die denken sich Sachen aus, die planen, die hassen die Menschen und die versuchen, den Menschen das Leben schwer zu machen und die Menschen zu zerstören. Deswegen, Satan ist eine Person. Nächster Punkt, er ist nicht allwissend und nicht allgegenwärtig. Er kann nicht an zwei Orte gleichzeitig sein. Attribute, die nur Gott gehören. Nur Gott ist allgegenwärtig. Das heißt, Gott, der ist in einem Ort, auf seinem Thron im Himmel, er ist dort, aber gleichzeitig sieht er alles, was im Universum passiert. Und noch vor ein paar Jahren könnte man sagen, wie kann Gott alles sehen, was im Universum passiert? Aber heute mit dem ganzen Internet und so weiter, es gibt viele Menschen auf der Welt, die quasi alles wissen, was auf der Welt passiert. Ne? Die spionieren können, andere ausspionieren können und so weiter. Ne? Und Gott kann noch viel mehr. Das heißt, Gott kann alles sehen, was auf der Welt und überhaupt im Universum passiert, alles gleichzeitig. Er kann das. Er ist allgegenwärtig. Und es gibt Leute, die dann denken, dass Satan quasi ein negativer Gott ist. Quasi das Gegenteil zu Gott, das Gegenstück zu Gott. Gott ist das Positive und Satan das Negative. Das sehen wir zum Beispiel in diesem chinesischen Symbol Yin-Yang. Ne? Das symbolisiert genau das. Ne? Schwester, ne? Das Böse ist schwarz und ist irgendwie auf der linken Seite. Das Gute ist weiß auf der rechten Seite, so ein Kreis, ne? Halbe, halbe, halbe schwarz, halbe weiß und noch schlimmer, da ist im schwarzen Teil ist ein weißer Punkt drin, im weißen Teil ist ein schwarzer Punkt drin, was auch symbolisiert, dass das Böse ein bisschen Gutes hat und das Gute auch ein bisschen Böses hat. Das ist ganz falsch. Ne? Gott hat nicht ein bisschen Böses, Satan hat nicht ein bisschen Gutes, Satan ist ganz böse, gänzlich, durchgehend böse. Und Gott ist durchgehend, gänzlich gut. Ne, aber der Punkt ist, was ich hier, ne, verteidigen, lehren will, ist, Satan ist nicht das Gegenteil zu Gott. Satan ist nicht der böse Gott, sondern Satan ist ein Geschöpf. Satan ist ein Engel. Ne? Ja, weil es gibt Leute, die denken, ne, früher hat man so, gab es diese Manichäisten, die haben gelehrt, ne, dass quasi Gott und Satan sich streiten und manchmal gewinnt Gott, manchmal gewinnt Satan und, ne, wie so in einem Boxkampf oder so, ne, manchmal gewinnt der eine, manchmal gewinnt der andere. Und so stellen sich Menschen Satan vor, als wäre Satan so stark wie Gott. Und deswegen gibt's immer dieses, ich sag mal so, dieses Hin und Her. Manchmal siegt das Gute, manchmal siegt das Böse. Ja, weil Gott und der Teufel gleichwertige Götter wären. Ne? Aber das ist ganz falsch. Gott ist
allmächtig, er könnte, ne, mit einem Fingerschnipsel Satan zerstören. Er könnte. Ja, warum macht er das nicht? Ja, weil, ne, er hat Satan geschaffen und er hat auch Gesetze gestellt im Universum. Und diese Gesetze müssen dann auch gehalten werden. Deswegen, ich sage mal so, kann Gott das nicht machen im Sinne von, ja, weil Gott sich an seine eigenen Gesetze halten muss. Er hat Satan geschaffen und Satan wird es für immer geben. Für immer wird er existieren. Das ist ein Gesetz Gottes, so wie auch alle Menschen. Jeder Mensch, der es schon mal gab, wird für immer existieren. Genau, ne, für immer. Nur, dass, ne, irgendwann eine Strafe kommen wird. Und sehr interessant, wie hier Offenbarung, was ich gelesen hatte, Offenbarung 12, 3 bis 4, der Drache, ne, der Drache, das auch in anderen Versen von Offenbarung beschrieben wird, ne, die frühere Schlange. Die frühere Schlange, was meint er damit? Das heißt, so wie ich das interpretiere, das heißt, so wie ich das sehe, heißt es, dass am Ende der Zeiten wird Satan viel, viel böser sein als am Anfang. Deswegen heißt, ja, aber hier Offenbarung 12, da ist es noch in der, ne, in der Trübsal, das heißt, noch nicht nach den 1000 Jahren, aber was ich meine ist, schon in der Trübsal wird er als Drache, ne, beschrieben. Drache, warum nicht Schlange, ne? Warum benutzt ja Offenbarung nicht das Bild von der Schlange? Weil, so wie ich das verstehe, ist ein Drache schlimmer als eine Schlange. Das heißt, böser als eine Schlange. Deswegen Drache, die frühere Schlange. Und interessant, dass auch Jesus, ne, viel, viel mächtiger und herrlicher beschrieben wird in Offenbarung als in seiner Auferstehung. Das heißt, die Zeit, die verändert auch. Die Zeit verändert Satan, nicht die Zeit, sondern die Tatsache, dass er immer, ne, die Bosheit praktiziert und dadurch immer böser wird. So Jesus, er praktiziert seine Macht im Laufe der Zeit und deswegen wird er immer herrlicher. Und das ist auch eine Botschaft für uns in unserem Leben, dass wir auch im geistlichen Leben wachsen. Das heißt, wir werden auch besser, stärker im geistlichen Bereich, reifer und weiser und Jesus-ähnlicher und so weiter im Laufe der Zeit. Aber auch Satan, der wird immer böser, immer böser. Ne? Aber der Punkt ist, ne, Satan ist nicht allgegenwärtig. Satan, der hat 0,00 nix die Macht Gottes. Den kann man nicht vergleichen mit Gott. Seine Macht mit der Macht Gottes kann man nicht vergleichen. Ja, warum? Ne? Dann fragen sich viele, ja, wenn Satan so schwach ist, warum zerstört ihn denn Gott nicht? Ja, wie gesagt, Gott hat seine Gesetze gemacht, deswegen darf er jetzt Satan nicht zerstören, weil, ne, wenn Gott jetzt jemanden schafft, dann zerstört er nicht mehr. Wenn Gott einen Menschen geschaffen hat, dieser Mensch kann so böse sein, wie, ne, bis die den größten Wert der Bosheit, aber Gott wird diese Person nicht zerstören, sondern richten, aber nicht zerstören. Niemand wird zerstört, auch nicht die Engel. Niemand wird zerstört, nur in Gefängnis geworfen. Das heißt, ne, in den Orten, die wir studieren werden. Wir werden diese Orte studieren im Heft Nummer 9. Werden wir das alles studieren. Diese verschiedenen Orte, wo die Menschen, wo die Geister hingehen, wo die sind und so weiter, werden wir alles studieren. Bei mir geht es hier in diesem Punkt nur um diese Behauptung. Satan im Vergleich mit Gott ist ganz klein. Im Vergleich mit Gott, aber auch im Vergleich mit uns ist er groß. Satan ist viel mächtiger als wir. Er ist ein Cherub. Cherub, ne, werden wir studieren. Ein ganz mächtiger Engel. Quasi der wichtigste Engel, den es überhaupt jemals gab. Ne? Das heißt, der Cherub, der den Lobpreis im Himmel geleitet hatte. Deswegen auch da in Hesekiel, ne, 28, ne,
die Musikinstrumente. Warum Musikinstrumente? Ja, Satan hat den Lobpreis geleitet, ne? Im früheren Paradies, werden wir nachher studieren. Genau. Genau, Schwester, ne? Das mit der Musik total korrekt, ne? Satan kennt sich gut aus mit Musik, um Menschen zu beeinflussen. Deswegen sollen wir auch durch Musik Menschen zu Gott beeinflussen. Sollen wir auch machen mit Lobpreis. Ne, wir sollen das diesen Feld auch nicht Satan überlassen. Es gibt Leute, die sagen, nee, Musik, das ist vom Teufel. Nee, das ist nur benutzt vom Teufel. Aber so wie er das benutzt, sollen wir das auch benutzen, wie alles andere. Ne? Ja. Satan ist gut informiert von seinen Engeln. Das heißt, Satan ist nicht allgegenwärtig, aber wieso weiß er dann so vieles über, was los ist auf der Welt? Ja, weil er hat viele Informanten, ne, die Geister informieren ihn, alles, was passiert, damit er seine Pläne machen kann, wie er die Welt weiter und besser beherrschen kann. Satan herrscht vorübergehend über diese Welt. Und das hatten wir schon öfter, aber hier steht es wieder so klar und deutlich, warum ist das so? Woher hat Satan seine Autorität? Das heißt, er hat Autorität, weil es ihm gegeben wurde. Ich habe hier gelesen, Matthäus 4, 1 bis 11, da steht es. Mir wurde es gegeben. Satan sagt Jesus. Und Jesus, der könnte, das heißt, Jesus könnte hingehen und sagen, Satan, du bist ein Lügner, dir wurde gar nichts gegeben. Nein, Jesus hat das nicht, ne? Hat das nicht verneint. Jesus hat das nicht verneint. Das heißt, das ist so, das ist so. Ihm wurde Autorität gegeben, aber wer hat ihm die Autorität gegeben? Adam und Eva. Weil Adam und Eva, ne, wie gesagt, ja. Genau. Genau, ne? Genau. Deswegen sagt man auch, ne, dass Jesus am Kreuz gesiegt hat. Durch seinen Tod hat der Satan besiegt und er hat angefangen, rückgängig zu machen, was Adam und Eva kaputt gemacht haben. Deswegen sagt man auch, dass Jesus der zweite Adam ist, weil er, ne, hat dann so den Film nach hinten gedreht oder angefangen damit. Das heißt, am Ende, ne, bis das Ende der ganzen Geschichte bis zum Ende des Reich Jesu Christi, des tausendjährigen Reich, ne, dann hat Jesus alles wieder rückgängig gemacht. Das heißt, alles wiederhergestellt, wie es ganz am Anfang war. Ne. Satan, Punkt Nummer 4, hat Zugang zum Himmel. Hiob 1, 6 bis 12 und 2, 1 bis 7. Das kennen wir, die Geschichte kennen wir, ne, dass Satan Gott besucht hat sozusagen und Gott hat gefragt, hast du gesehen, mein Diener Hiob? Ne, und so, und das ist, dass Hiob ist einer der ältesten Männer der Bibel. Und interessant, sehr interessant, weil dieses Buch Hiob, die Handlungen, die da drin beschrieben stehen, sind einige der ältesten Handlungen, die man kennt, weil man hat diesen Text studiert und hat durch, ich sag mal so, aufmerksam gelesen, verschiedene Details, die hindeuten, dass dieser Text die Handlungen, dass die Person Hiob früher als Abraham gelebt haben muss. Von der Art und Weise, wie der Text geschrieben wurde und so weiter. Von der Sprache, von den Gegebenheiten, merkt man, dass Hiob vor Abraham gelebt haben muss. Okay, in der Bibel gibt es Sachen, die auch vor Abraham geschehen sind, wie jetzt die Sintflut und die Schöpfung und so weiter. Aber Hiob ist ein Buch, ne, einer der ältesten Bücher der Bibel und vom Inhalt 42 Kapitel, das sind so viele Ideen, die da drin stehen, viele Gegebenheiten, die da drin stehen.
die dann, ich sag mal so, geschehen sind ungefähr bei 1. Mose 11 ungefähr. 1. Mose 11 vor Abraham. Und handeln über welches Thema? Im Grunde handelt ja das ganze Buch Hiob über die Frage, warum gibt es Ungerechtigkeit? Warum gibt es Krankheit? Warum gibt es Leid? Das ist die große Frage. Und einer der Antworten, ja, weil Satan auch sein Finger im Spiel hat. Das ist auch eine wichtige Antwort. Deswegen ist das Buch Hiob total wichtig für uns. Und warum betone ich immer wieder, dass das Buch Hiob so alt ist und so weiter? Ja, weil ja diese Frage, die begleitet die Menschheit, ne? Seit immer. Diese Frage, warum gibt es das Böse? Diese Frage begleitet die Menschheit seit dieser Zeit, seit 2000 Jahre vor Christus und noch mehr. Und ein Teil der Antwort ist ja Satan, er versucht den Menschen das Leben schwer zu machen. Er hat Zugang zum Himmel. Momentan, ne? Später wird er rausgeworfen vom Himmel, wird ihm der Himmel verboten werden, aber heute darf er noch. Punkt Nummer 5, sein Handel wird von Gott begrenzt, auch im Buch Hiob, ne? Das heißt, Satan musste fragen, darf ich, ne, den Hiob eine Krankheit schicken oder denen, ne, ihnen das Leben schwer machen, die Kinder töten und so weiter, ne? Und nur nachdem Gott das erlaubt hat, durfte Satan das auch machen. Und am Ende der Geschichte wurde Hiob geehrt. Er ist als ein Sieger, ne, herausgekommen aus dieser Prüfung. Hier seine Schöpfung und frühere Aufgabe. Satan. Wie wurde Satan geschaffen oder was hat er dann früher gemacht? Punkt Nummer 1, mineralischer Paradies. Und 1. Mose 1,1 erzählt uns, wie Gott das Universum und die geistliche Welt geschaffen hat. Interessant, dass 1. Mose 1 dort steht, ne? Am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und jemand hat gesagt, ah, hier ist ein orthografischer Fehler, das heißt ein Schreibfehler, weil es heißt nicht die Himmel, weil Himmel ist nicht feminin, sondern maskulin. Der Himmel wäre richtig. Aber was ist damit gemeint? Die Himmel im Sinne von Plural, ne? Die Himmel. Es gibt mehrere Himmel, ne? Mehrere Himmel, die Himmel und die Erde. Damit wird gemeint, ja, da gibt es drei Himmel. Der dritte Himmel, 2. Korinther 12, 2, ne? Der dritte Himmel ist der Thron Gottes. Der Thron Gottes, die Wohnung Gottes. Der zweite Himmel ist die geistliche Welt. Was wir auch vorher gelesen haben, lass mal sehen, ja, hier, Epheser 2, 1 und 2, ne? Hatten wir ganz am Anfang gelesen, hier auf der ersten Seite der Lektion, diesen Hauptvers. Der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht. Ja, Satan. Er herrscht in diesem Bereich zwischen Himmel und Erde, das heißt in der Atmosphäre. Da ist das Reich des Satans. Die Atmosphäre ist das Reich des Satans. Der zweite Himmel. Ne? Und der erste Himmel ist ja die Atmosphäre. Atmosphäre, das heißt, was wir so Himmel nennen. Wir gucken nach oben und sagen, der Himmel ist blau. Ne? Die Atmosphäre, die Luft. Die drei Himmel, die es gibt, das hat Gott geschaffen am Anfang. In 1. Mose 1,1 gab es noch keine Pflanzen und Tiere. Der Garten Eden war zu dieser Zeit ein rein mineralisches Paradies aus Edelsteinen. Ja, hier muss ich das erklären. Das steht da gar nicht in 1. Mose 1,1, dass der Garten Eden ein Paradies aus Edelsteinen war. Aber ja, was steht da in 1. Mose 1,2? Und die Erde war wüst und leer.
Und deswegen auch durch Hesekiel, ne, erkennen wir, dass zwischen 1. Mose 1,1 und 1. Mose 1,2 ganz vieles passiert ist, ganz schlimme Sachen passieren sind. Das nennt man, ne, die Rebellion von Satan, die Auflehnung von Satan. Aber wie sah dann die Welt vor dieser Auflehnung aus? Hesekiel 28 hatten wir gelesen. Eden, der Garten Eden, der Garten Eden vor Adam und Eva, vor der Schöpfung. Diese Schöpfung, was in 1. Mose beschrieben wird, ne? Dass Gott schuf die Pflanzen, Gott schuf die Tiere, Gott schuf den Menschen und so weiter. Das gab es nicht vorher. Was gab es dann vorher? Gab die Edelsteine. Paradies Eden, der Garten Eden war ein Paradies aus Edelsteine. So verstehen wir Hesekiel 28. Okay, wenn jemand eine andere Meinung haben will, kein Problem. Aber so verstehen wir das. Und dort, ne, hat Satan geherrscht und hat Gott angebetet, leitete die Anbetung. Nach dieser Phase der Schöpfung gab es die Rebellion Satans und seine Anhänger. Das haben wir gelesen, Offenbarung 12,4, dass Satan ein Drittel der Engel mit sich gerissen hat. Und dann. Aha. Aha. Ja, ich sage mal so, das nehme ich aus Hesekiel 28, das, und da steht auch dieses Wort Eden, ne, Eden, das heißt der Garten Eden. Und deswegen verstehe ich das so. Aber ne, wie du sagst, Satan, der war auch. Ne, aha. Aha. Ja, wie gesagt, ne, du meinst, es gibt einen, ne, einen himmlischen Garten Eden. Ne? Okay, ne? Kann sein. Ja, muss, ne, muss dann darüber nachdenken. Ne? Aber durch diese Rebellion Satans wurde die Erde verwüstet. Weil, ne, am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und ja, Gott würde nicht jetzt eine Erde schaffen, die ganz kaputt aussieht. Ne? Das heißt, ein Auto fängt nicht in Schrottplatz an und dann geht zum Benutzer und dann zum Laden und dann zur Fabrik, sondern das Gegenteil. Es kommt von der Fabrik, dann zum Laden, zum Benutzer und zum Schrottplatz und so ähnlich. Im 1. Mose 1,2, da steht, die Erde war wüst und leer. Das heißt, Gott hat die Welt nicht wüst und leer geschaffen, sondern das war das Endstadium der Erde, eine frühere Erde. Das heißt, nein, nicht eine frühere Erde, sondern das war die Situation der Erde, nachdem viele Sachen passiert sind, die da dort nicht beschrieben stehen, sondern hier, ich sage mal so, punktuell über die Bibel findet man Sachen, die uns dann erzählen, einige Sachen über das, was vor Adam und Eva war, vor den Garten Eden war auf Erden. Warum die Erde, ne, verwüstet wurde. Und hier Hesekiel, da steht, dass er auf die Erde geworfen wurde. Und Jesus hat auch mal gesehen, ich sah Satan, wie er fiel, wie ein Blitz vom Himmel oder so. Ne? Das heißt, wurde auf die Erde geworfen und durch dieses, ne, geworfen auf der Erde wurde die Erde zerstört. Es wird manchmal auch geredet, so im Fernseher oder so, dass vor Millionen Jahren hier ein großes Komet und ein großes Planet auf der Erde geknallt ist und alle Tiere sind gestorben oder so. Okay, das heißt, irgend sowas in dieser Art. Das heißt, die Welt wurde verwüstet durch diese Rebellion, durch diesen Krieg. Ja, weil Satan und seine Engel haben sich aufgelehnt gegen Gott und seine Engel, die gotttreue Engel.
Und da gab es Kämpfe und so, und die wurden auf die Welt geworfen, und deswegen wurde die Welt wüst und leer. Hier die nächste Überschrift: Luzifers Erschaffung. Luzifer. Weil ja, ist vielleicht ein bisschen schöner, wenn wir Luzifer sagen, für Satan in der Zeit, wo er noch nicht gefallen war. Ne? Einfach weil es dann ein bisschen schöner klingt. Das heißt, die Bibel nennt ihn nicht so. Aber Jesaja 14, Vers 12 ist in dieser lateinischen Übersetzung Vulgata benutzt dieses Wort Luzifer. Das heißt, der Träger des Lichts, Lichtträger oder so, ne? Luzifer, das heißt, Luz ist Licht und Fer jemand, der Licht transportiert oder so. So verstehe ich das. Und deswegen dieses Wort Luzifer wird benutzt normalerweise, um zu sagen Satan, bevor er zu Satan geworden ist. Das heißt, bevor er rebelliert hat, bevor er gefallen ist. Nur, ich sage mal so, traditionell benutzt man diesen Namen, um dann nicht sagen, ne, Satan betete Gott an oder so, ne? Das heißt, Satan betet Gott nicht an, nur Luzifer, das heißt, obwohl die gleiche Person ist. Das ist ein bisschen schöner, weniger hässlicher, das zu sagen. Ja, Luzifer wurde geschaffen als ein Cherub, ein Vorbild von Vollkommenheit, voll Weisheit und Schönheit. Seine Kleider wurden mit Edelsteine bestückt. Und er besaß Musikinstrumente, Hesekiel 28, 12 bis 14. Ne? Ja, ganz mächtig. Und das Wort Cherub wird zum Beispiel in der portugiesischen Sprache benutzt als ein Engelchen. Das heißt, diese solche kleine Engelchen, die manchmal so in Kirchen oder in Karten sind, ne, in Weihnachtskarten oder so kleine Engelchen, die werden in Brasilien Cherubine genannt, und deswegen haben die Brasilianer eine ganz falsche Idee über ein Cherub, weil ein Cherub in der Bibel ist ein ganz mächtiger Engel, ein riesengroßer Engel mit viele Flügeln und furchterregend und so weiter. Cherub. Und Satan war ein mächtiger Cherub, einer der mächtigsten Engel, die es je gab. Nach Offenbarung 5,11 wissen wir, dass es mehr, eventuell viel mehr als 100 Millionen Engel gibt. Ja, weil es dort steht, ich sah Zehntausende von Zehntausende Engel. Das heißt, er sah Zehntausende von Zehntausende. Aber okay, sicher hat der Apostel Johannes hier die nicht gezählt, also gesagt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und so weiter. Aber er sah viele, viele, viele Engel. Das heißt, dadurch wissen wir, dass es ja mindestens 100 Millionen Engel gibt. Engel, die Gott dienen. Und die Bibel erzählt uns von verschiedenen Arten von Engel, Cherubine, Seraphine, ganz normale Engel und Erzengel und so weiter. Es gibt viele verschiedene Engel. Obwohl wenig über die Engel selbst erzählt wird, beschreibt die Bibel die Erschaffung dieses Cherubins, weil seine Existenz eng mit dem Schicksal der Menschen und der Erde verbunden ist. Ganz klar. Hesekiel, ne, benutzt viele, viele Bibelverse, um erzählen, wie Satan erschaffen wurde. Warum? Weil es für uns wichtig ist. Ansonsten verstehen wir unser eigenes Leben nicht, wenn wir nicht verstehen, wer Satan ist. Hesekiel 28, 11 bis 19 beschreibt die Erschaffung, der Aufstand, der Fall und die ewige Zerstörung Satans, ne, und auch Offenbarung, ne? Da wird ganz, ganz vieles erzählt über Satan, wie er handelt, was er tun wird und wie er am Ende dann im Feuersee geworfen wird, ganz am Ende, ne? Und so weiter. Aber einige würden hier an dieser Stelle sagen,
Ja, aber schau mal, Hesekiel 28 redet gar nicht über Satan, sondern über den Prinz von Tyrus. Aber wenn wir den Text aufmerksam lesen, merken wir, dass am Anfang er vom Prinz von Tyrus redet und ab dem Vers 11 fängt er an, von dem König von Tyrus zu reden. Von den Verse 1 bis 10 ist die Rede von Prinz von Tyrus. Und ab dem Vers 11 redet er über, benutzt er den Ausdruck König von Tyrus. Ne? Und da merkt man, dass es um zwei verschiedenen Wesen geht. Und wenn man hier den Vers 12 liest, dann sieht man, da steht: O du Siegel der Vollendung, voller Weisheit und vollkommener Schönheit. Vers 15, da steht, du warst vollkommen. Vers 14, gesalbter schützender Cherub. Da sieht man ganz klar, dass es nicht um einen Menschen geht. Ja, weil ein Mensch ist nicht, ne, vollkommen. Ein Menschen ist nicht vollkommen schön. Ein Menschen ist nicht ein schützender Cherub. Und interessant, dass es da steht, du warst vollkommen. Das heißt, Satan, als er Luzifer war, war vollkommen. Dann merkt man, dass diese Verse 11 bis 19 über Satan reden, obwohl der Name Satan nicht benutzt wird. Ja, Halleluja. Amen.